Guten Abend, Schweiz, Deutschland und Liechtenstein. Wenn jetzt einige Leute ein wenig lachen im Hintergrund, dann liegt das daran, dass ich das heute schon 25 Mal gemacht habe. Unter anderem vor wenigen Minuten. Aber jetzt sind wir alle zusammen live beieinander und ich möchte jetzt auch von der Bühne aus in meinem Namen herzlich begrüßen zum Internationalen Festival Filme für die Erde. Mein Name ist Mitja Riedbrock, ich bin Reporter beim Schweizer Fernsehen und ich bin auch Redaktionsleiter der Sendung Miteinander. Miteinander ist eine Sendung, in der wir uns sehr viel mit den Themen beschäftigen, die auch hier beim Festival eine große Rolle spielen. Und deshalb ist es mir eine besondere Freude und Ehre, heute hier dieses Festival moderieren zu dürfen. Wenn Sie jetzt hier sind heute, dann lieben Sie Filme. Und das ist gut, denn das tun wir auch hier beim Festival Filme für die Erde. Aber warum lieben wir Filme? Und warum lieben wir Dokumentarfilme? Ich glaube, Filme können uns Realitäten näher bringen und können uns in Welten katapultieren, vielleicht besser als das zum Teil Zeitungsartikel oder Artikel in Magazinen machen können. Nehmen wir ein Beispiel, einen Tierfilm zum Beispiel bei der Sendung Netz Natur vom Schweizer Fernsehen oder eine der großen BBC-Dokumentationen. Da werden wir in eine Welt katapultiert, in ein Rudel von Löwen oder aber zwischen Gnus oder Giraffen, die in der Savanne umherziehen. Wir sind mittendrin, wir schmecken sie, wir fühlen sie, wir können sie praktisch spüren. Und das ist etwas, glaube ich, was Filme sehr gut machen können. Sie können uns in Welten transportieren, vielleicht tatsächlich sogar etwas besser, als das geschriebene Wort kann. Filme können uns zeigen, wo es brennt auf der Welt, wo Handlungsbedarf besteht und deshalb sind Filme sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist auch das Festival sehr, sehr wichtig, denn wir möchten Filme teilen und zwar nicht nur heute Abend, sondern auch über das ganze Jahr hinweg. Und das machen wir mittlerweile seit 9 Jahren. Wir sind schon fast beim Jubiläum 10 Jahre angekommen. Eigentlich feiert man bei 10 Jahren, aber wie beim Geburtstag, den kann man auch jeden Tag ein wenig feiern. Lass uns heute schon ein wenig feiern. 9 Jahre Festival und es geht gut vorwärts mit dem Festival. Wir haben dieses Jahr 3 Städte mit neu dabei aus Deutschland und zwar Leipzig, Lörrach und Radolfzell. Das ist eigentlich jetzt der Moment, wo ich alle Städte bisher immer aufgezählt habe, aber das kann ich mir und auch Ihnen dieses Jahr ersparen. Ich werfe ein wenig mit Zahlen um mich, um das Ganze greifbarer zu machen. Wir sind 21 Städte in 3 Ländern, wo 7 Filme zeitgleich synchron geschaut werden. Und noch eine andere ganz wichtige Zahl. Heute waren 14.000 Schülerinnen und Schüler bei den Filmen mit dabei. Das heißt, wir sind das größte Festival, der größte Schweizer Schulanlass in Sachen Umwelt. Und das ist dann jetzt den ersten Applaus sicher wert. Sehr schön. Eigentlich können Sie jetzt alle die Hände oben behalten zum Weiterklatschen, denn jetzt ist der Moment gekommen, um auch mal Danke zu sagen. Und da auch wieder ein paar Zahlen. 360 Hände und Füße. 360 Hände und Füße, 180 Köpfe. Das sind 180 Menschen, die ihr Herzblut, ihre Zeit und ihr Engagement diesem Festival widmen. Sie bauen auf, sie bauen ab und sie stehen auf diversen Bühnen, um zu moderieren. Und ohne euch, liebe Helferinnen und Helfer, würden wir heute Abend nicht hier sein. Ich würde sagen, klatschen wir direkt weiter. Herrlich, könnten wir eigentlich den ganzen Abend so weitermachen. Aber wir sind ja nicht nur zum Klatschen hier, sondern auch für die Filme und für den heutigen Film The Serengeti Rules. Warum geht es in diesem Film? Es geht um das Gleichgewicht zwischen Tierarten und um das, was passiert, wenn eine oder mehrere dieser Tierarten nicht mehr im System vorhanden sind, zum Beispiel aussterben. Es geht darum, welchen Einfluss das hat auf ein Ökosystem und letztendlich auch darum, welchen Einfluss das hat, zum Beispiel auf uns.
hier. Und in diesem Film gibt es eine Theorie, die ich zumindest so noch nie gehört habe. Da heißt es nämlich, manche Arten sind wichtiger als andere. Die sogenannten Key Species oder Schlüsselarten. Ob das so ist, wenn ja, was die Konsequenzen sind oder ob dem nicht so ist, unter anderem darüber werden wir gleich diskutieren. Vor wenigen Wochen fand in Paris die Weltkonferenz zur Artenvielfalt statt. Und im Abschlussbericht heißt es, bis zu 1 Million Tier- und Pflanzenarten sind aktuell vom Aussterben bedroht. 1 Million. Wow. Was das bedeutet für die Welt und auch für uns, darüber möchte ich gleich mit 3 sehr spannenden Gästen mich austauschen, lebhaft austauschen und werde sie kurz vorstellen, damit sie wissen, wer das ist. Da wäre Ladies First, Alexandra Maria Klein. Sie ist eine Expertin und hat an diesem Abschlussbericht mitgearbeitet und eigentlich ist sie wahnsinnig viel. Ich habe mir das heute Vormittag alles mal aufgeschrieben und habe sie dann kurz rückgefragt, ob ich das alles aufzählen soll und ganz bescheiden hat sie gesagt, es reicht, wenn ich sage, sie leitet die Professur für Naturschutz und Landschaftsökologie in Freiburg und forscht zu Insekten. Was sie noch alles macht, kann sie dann ja, wenn sie möchte, gleich auf der Bühne noch hinzufügen. Reinhard Schniedrig wird von Menschen wie mir sehr gerne mal salopp als Sheriff der Alpen bezeichnet. Etwas sachlicher gesagt ist er der oberste Wildhüter der Schweiz beim Schweizer Bundesamt für Umwelt. Er soll dafür sorgen, dass das Gleichgewicht zwischen den Tierarten in der Schweiz erhalten bleibt. Und warum das gar nicht so einfach ist, wird er uns gleich verraten. Und als dritten Gast freue ich mich begrüßen zu dürfen, Andreas Moser. In Deutschland würde man sagen, bekannt aus Rundfunk und Fernsehen. Es gab 1989 2 weltbewegende Ereignisse. Das eine ist der Fall der Mauer. Und das andere ist die erste Sendung Netz Natur beim Schweizer Fernsehen. Beides jährt sich dieses Jahr zum 30. Mal und so lange ist mein Kollege Andreas als Moderator und Mensch hinter dieser Sendung unterwegs und ich muss ganz ehrlich sagen, Andreas, ich bin immer ein bisschen neidisch auf deine Einschaltquoten. Das als kleiner Insider. Gut, warum oder ob der Wolf zu den Schlüsselarten gehört und wie es steht um die Debatte um die Wiederansiedlung des Wolfes, das ist eins der Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen werden und wo er auch eine Menge zu sagen hat. Jetzt freue ich mich, die 3 hier herzlich mit Ihnen begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Vielleicht machen wir jetzt erst einen Mikrofontest. Sag mal was. Hallo, ja, 1, 2, 3. Madame? Das sollte so funktionieren. Hallo, ja, ich bin auch laut. Oh, guten Abend, nochmal. Guten Abend. Ich stelle mich mal ein wenig näher. Man sieht noch nichts. 1, 2, 3. Hallo, guten Abend. Besser. Also, ich werde nicht allzu weit entfernt bleiben, damit wir sicher sind, auch allen 3 möglichst das gleiche Gehör zu verschaffen. Kurz für Sie, liebes Publikum, wir haben auch die Möglichkeit, Sie Fragen stellen zu lassen. Wir werden uns ein wenig warm reden hier und anschließend werden Personen mit Mikrofonen im Publikum sein, damit Sie alle auch Ihre Fragen stellen können, die sicherlich im Laufe des Gesprächs auftauchen. Aber zuerst bin ich dran und ich möchte meine erste Frage der Lady stellen. 1 Million Tierarten verschwinden? Sind vom Aussterben bedroht. Was ist los? Sie wollen wissen, was los ist oder wo diese Zahl herkommt? Sie wollen erstmal wissen, was los ist wahrscheinlich. Erstmal, was los ist und dann die Zahl. Genau, weil viele fragen sich nämlich, wie kommt man denn überhaupt auf 1 Million Arten und wie lässt sich das einordnen? Vielleicht kann ich das ganz kurz erzählen, weil Sie ja den Weltbiodiversitätsbericht wurde ja erwähnt, dass sich da Experten aus der ganzen Welt getroffen haben und die haben Berichte studiert,
wirklich aus der ganzen Welt, was für Arten wir haben, wo die Populationen so weit zurückgegangen sind, dass sie einfach demnächst sehr bedroht sind, dass sie aussterben. Und da hat man angenommen, oder bei den höheren Tieren und Pflanzen, da weiß man das, 25% sind da sehr gefährdet und bei den Insekten sind es 10%. Und dadurch, dass wir mehr Insekten haben, kommt man am Ende auf diese 1 Million Arten. Aber was alle Experten auch sagen, sie müssen ja immer vorsichtig der Politik gegenüber sein, das ist eine Zahl, die wahrscheinlich viel, viel höher ist. Ja, und woran, was haben Sie gefragt, woher kommt das? Genau, woher kommt das? Die nächste Frage habe ich dann auch schon parat. Was bedeutet das? Also Sie wollen erstmal wissen, woher es kommt und dann, genau, alle Experten sind sich da eigentlich sehr einig. Es kommt durch den Ressourcenschwund, die ganzen Tiere haben nicht mehr genug Lebensräume. Es kommt dazu dann noch Pestizide oder die ganzen Pflanzenschutzmittel, es kommt die Düngung dazu, dann kommt aber auch Luftverschmutzung. Also viele unterschiedliche Sachen, die dazu kommen und es ist auch in jedem Land und regional etwas anders, aber die Landnutzung steht eigentlich immer an erster Stelle. Ich möchte kurz in die Schweiz rübergehen und fragen, wie wurde denn, Reinhard Schniedrich, dieser Bericht in der Schweiz aufgenommen und wie haben Sie ihn persönlich aufgenommen? Ja, der Bericht hat bei uns eingeschlagen in Bern bei der Bundespolitik, das darf ich so sagen. Er ist angekommen, echt auch oben bei der Umweltministerin. Wir hatten Diskussionen mit über diesen Bericht, haben uns auch darüber dann intensiv unterhalten im Bundesamt. Ja, was heißt das? Was müssen wir mehr tun? Wir tun ja schon einiges, aber anscheinend nicht genug, wie alle Länder bei uns in Europa. Also wir haben dort intensive Diskussionen im Moment und es ist wahrscheinlich war es auch ein guter Moment, dass dieser Bericht jetzt da hineinkommt. Ich meine, wir wissen vieles ja schon einige Zeit. Und wir haben auch versucht, dagegen anzutreten, aber es ist nicht einfach. Biodiversitätsschwund, die Artenvielfalt, die geht weg. Die Schweiz wird stummer, die Schweiz wird trockener und so weiter. Ich meine, es ist nicht spürbar so auf einen Klapp. Oder es ist schleichend, der ganze Prozess. Und das ist das besonders Gefährliche. Und die Politik reagiert nur, wenn es so richtig tätscht. Auf Schweizerdeutsch gesagt. Ein schleichender Prozess. Andreas, seit 40 Jahren beschäftigst du dich mit Natur, mit verschiedenen Arten. Wie hast du das erlebt? Was hast du schon alles verschwinden gesehen? Das ist ganz schwierig zu sagen, weil es eben ein schleichender Prozess ist, aber beispielsweise erinnere ich mich, dass ich bei meinem ersten Auto, das ich hatte, das war ein 2CV, ein Deux-Chevaux, und da habe ich beobachtet, wie die Wespen im Sommer die Reste der Insekten abgelesen haben und davongetragen haben. Die Insekten, die sich an der Windschutzscheibe tot gefahren habe, und ich glaube, es ist auch in der Wissenschaft inzwischen ein stehender Begriff, dass dieses Scheibenwischer oder dieses Windschutzscheibenbild, dass es eben keine toten Insekten mehr an der Windschutzscheibe gibt. Aber beispielsweise kann man dasselbe beobachten bei Vögeln, man kann dasselbe beobachten bei Reptilien, Amphibien, die sind massiv unter Druck. Es gibt einige Arten, die sind relativ weit verbreitet, aber seltene Arten, die werden immer seltener und verlieren immer mehr an Boden, weil eben ihre Lebensräume zerstört werden. Und es ist unglaublich komplex, es ist ein Vorgang, der unglaublich viele Ursachen hat, aber ich glaube, man kann doch ein wesentliches Phänomen feststellen, das ist die Landwirtschaft, die die Landschaft verändert und die die Landschaft mit neuen Stoffen konfrontiert, die eben von den biologischen Systemen nicht mehr verkraftet werden. Die Landwirtschaft, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, ist das denn ein Weg, ist das eine One-Way-Street, ist das ein letztendlich nicht wieder umkehrbarer Weg, Herr Alexandra Klein? Nein, also das sagen die Experten auch von dem Weltbiodiversitätsbericht, dass man auf jeden Fall noch was tun kann. Und was in der Landwirtschaft passieren muss, und das muss eigentlich konsequent in allen Ländern passieren, dass wir mehr Struktur wieder in die Landschaft reinbekommen. Es wird momentan viel über die Pestizide diskutiert. Ich denke, wenn wir die Pestizide rausnehmen würden, hätten wir immer noch ein Problem. Da bin ich relativ sicher. Also wir müssen wirklich mehr Struktur reinkriegen, wir müssen wieder mehr Fruchtfolgen bekommen. Das haben wir so gut wie gar nicht mehr. Vielleicht gibt es das noch mehr in der Schweiz. Bei uns gibt es so gut wie gar nichts mehr. Wir haben Mais 2 Jahre, dann kommt mal wieder was anderes und dann geht es oft mit Mais weiter. Und davon müssen wir wegkommen und müssen wieder mehr Diversität an Pflanzen in die Wälder, in die Landschaften und alles wieder besser vernetzen.
Ich möchte da vielleicht noch ein bisschen relativieren. Ich glaube, eine bestimmte Kategorie von Pestiziden, die in den letzten Jahrzehnten doch immer stärker geworden sind, mit zwar einer Reduktion an Menge, aber mit einer Vertausendfachung der Toxizität, die sind so ubiquitär und überall vorhanden, dass man die vielleicht etwas ausnehmen muss in dieser Relativierung der Pestizide, die Neonicotinoide. Also das ist eine Dimension, die vor allem auch für die Gewässer eine dramatische Entwicklung gebracht hat. Da reichen Nanogramms im Wasser, um die Insektenlarven, eine ganze Generation von Larven in einem Bach abzutöten. Und da denke ich schon, dass das korrekt ist, dass diese im Moment verboten sind, dass das für die Biodiversität wichtig ist. Das Beunruhigende ist, dass nun eben neue Substanzen kommen, die dieselbe Toxizität haben, die in den Zulassungen bereits wieder behandelt werden. Also und das Ganze, wenn wir kurz weggehen von großen Gästen, was können wir tun? Ja, vieles. Vieles. Also wir auf allen Ebenen müssen wir ansetzen. Zum einen mal wir bei uns in der Politik, wie gesagt, da diskutieren wir. Man beginnt in der Politik immer mit Diskussion. Aber ich glaube schon, dass begriffen ist heute, auch in Bern, dass es so nicht weitergeht. Dass wir einige Dinge bei uns ändern müssen. Und die Landwirtschaft ist ein Partner, mit dem wir zusammenarbeiten müssen. Da läuft jetzt auch einiges, das ist auch angekommen. Ich war dabei in Diskussionen bei den relevanten Kommissionen im Bundesparlament, wo man deutlich bei den Bauern und den Bauernvertretern spürt, dass sie sich bewusst sind, und dass dort etwas gehen muss. Aber nicht nur dort muss man ansetzen. Ich meine, jeder von uns kann relativ viel tun. Biodiversität findet auch im Kleinen statt und da können wir auch einiges tun. Und das ist gerade sehr interessant findet im Kleinstadt. Wir können etwas tun, gerade heute Hunderttausende auf der ganzen Welt auf der Straße für das Klima. Warum gehen nicht Hunderttausende auf die Straße für die Arten? Wir wissen mittlerweile fürs Klima, weniger fliegen, mehr Bahn fahren, Velo fahren, solche Dinge wissen wir. Aber wissen wir konkret, was wir tun können, auch für die Arten? Natürlich wissen wir auch schon relativ konkret, was wir tun können, aber warum haben wir da noch keine Greta Thunberg? Warum gehen wir da noch nicht so auf die Straße? Das liegt einfach daran, was Sie schon gesagt haben, wir merken es selber noch nicht. Wir sehen vielleicht, dass auf der Windschutzscheibe weniger Insekten sind, aber das ist ja erstmal gut. Es stört uns ja nicht, es tut uns nicht weh. Und der Klimawandel tut jetzt einigen weh. Er tut teilweise den Landwirten weh, in anderen Ländern natürlich noch mal mehr als hier, aber bei uns jetzt auch. Letztes Jahr haben sie es gespürt und deswegen wird er jetzt auf die Straße gegangen und das wird bei den Insekten noch ein bisschen dauern. Wenn es denn soweit ist, vielleicht bevor wir zum weiteren Thema überschreiten, ganz konkret, was können wir tun? Eine Sache als Beispiel, was können wir in unserem Alltag tun, um Artenschutz zu betreiben? Ich habe da eine ganz klare Antwort. Am meisten kann man was tun, indem man lokal bei den Bauern seines Vertrauens einkauft. Ich würde noch nicht mal sagen, gehen Sie bio oder konventionell, gehen Sie dahin, wo Sie wissen, der nutzt keine Spritzmittel, der tut was für die Vielfalt in der ganzen Landschaft und bei denen einkaufen und nicht im Supermarkt. Auch Biolandprodukte müssen nicht unbedingt viel besser sein. Die Herren, was tun Sie? Ich versuche bei meinem Konsum wirklich darauf zu achten, woher das kommt. Und ich versuche zu schauen, dass man bei Verpackungen die kleinen Tüten, die Leute fragen, die Verkäuferin fragt mich, wollen Sie eine Tüte, um das mitzunehmen? Nein, wir produzieren bereits genug Abfall. Und es gibt so viele kleine Momente. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich einfach immer wieder bewusst ist, woher kommt das, was ich esse? Ich kaufe nur noch so viel ein, wie ich in einer vernünftigen Frist konsumieren kann, dass ich nichts mehr wegwerfe. Und ich glaube, in diesen kleinen Schritten immer einfach die Präsenz, das Präsenz zu halten im Bewusstsein, dass jeder Schritt, den wir machen, belastend sein kann für die Umwelt und dass man dann diesen Schritt auch entsprechend ausrichtet. Okay, wunderbar. Das nehme ich zum Beispiel jetzt auch mit. Morgen beim Einkauf wird das dann ganz anders aussehen im Einkaufswagen als bisher. Es heißt im Film, einige Arten sind wichtiger als andere. Das ist eine der Thesen des Films, den wir nachher zusammen anschauen werden. Ganz einfach gefragt, was sagen denn Sie dazu? Fangen wir auch wieder mit der Dame an. Ja, das haben Sie ja von Anfang an gesagt, dass wir über Schlüsselarten sprechen werden. Und Schlüsselarten ist ein Konzept, da wird gesagt, dass eine Art wichtiger ist als andere. Wenn wir die rausnehmen, brechen die Ökosysteme zusammen.
Eigentlich ist das, finde ich, schon ein veraltetes Konzept im Naturschutz. Wir sprechen eigentlich mehr davon, dass es funktionell wichtige Arten gibt. Und davon gibt es aber ganz viele. Deswegen würde ich erst mal sagen, jede Art ist wichtig, weil jede Art hat irgendeine Nische. Manchmal ist es aber so, dass es Arten gibt, die sich in den Nischen überlappen. Und wenn es zwei gibt, die den gleichen Beruf füllen, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn eine in demselben Beruf ausfällt, als welche, die unterschiedliche Berufe, also unterschiedliche Nischen haben. Aber wir wissen ja oft nicht, wenn sich die Welt verändert, ob nicht ein anderer Beruf mal oder eine andere Nische gebraucht wird. Deswegen würde ich eigentlich eher sagen, wir sollten versuchen, die Arten alle zu erhalten und nicht spezifische Arten einfach rausgreifen und sagen, euch schützen wir, aber andere nicht. Reinhard Schiedl. Ja, ich teile diese Ansicht, oder das ist so richtig, das ist auch heute das Konzept, wie man die Artenvielfalt betrachtet. Nur, es ist dann auch zu sagen, dass nicht alle Arten dieselbe Aufmerksamkeit bekommen, nicht alle Arten im System, im Ökosystem dieselbe Rolle einnehmen. Also sprechen wir konkret vom Wolf, vom Biber. Das sind Arten, die haben doch eine spezielle Aufmerksamkeit, kommen auch zurück zu uns in die Kulturlandschaft, machen da einiges mit dieser Landschaft, das wir wiederum spüren. Sie machen übrigens nicht nur etwas in der Natur draußen auf der Fläche, sondern sie machen auch etwas in unseren Köpfen. Und das ist vielleicht das Wichtigere, wenn wir von Schlüsselarten sprechen, was geschieht bei uns selber in den Köpfen. Der Wolf in der Schweiz, der findet Platz. Findet er Platz in unseren Köpfen und Herzen? Das ist die Frage. Das ist ja eine Debatte, die durchaus hart gefochten wird. Das ist der erste Zwischenapplaus für den Wolf heute. Der Wolf, für dich, Andreas, ein Thema, das du seit langem sehr intensiv verfolgst. Ja, wir sind damit etwa gleich lang konfrontiert. Reinhard Schiedl, wir haben auch mal zusammengearbeitet beim Fernsehen. Das vielleicht als Transparenz, und seine Aufgabe hat sich inzwischen etwas verändert. Meine ist immer noch, möglichst objektiv zu berichten, und man muss einfach sagen, der Wolf bewegt unheimlich viel. Er war ein Furchtgespenst, ein fürchterliches Tier während vieler Jahrhunderte, als sich die Leute, die armen Leute vor allem, nicht gegen Wölfe wehren konnten, wenn ihre Nutztiere gerissen wurden, wenn ihre Lebensgrundlagen bedroht waren. Es gibt auch vereinzelt Berichte, dass in diesen Zeiten auch Menschen direkt angegriffen wurden, aus verschiedenen Umständen. Das ist heute zum Glück vom Tisch, weil eben die starke Verfolgung der Wölfe dazu geführt hat, dass eine Selektion auf scheue Tiere stattgefunden hat. Und von dieser Selektion profitieren wir heute. Und man kann mit gutem Gewissen heute sagen, dass Wölfe für Menschen nicht gefährlich sind, aber diese Gefahr, die sie einmal verkörpert haben, die ist aus den Köpfen nicht raus. Und vor allem dort, wo die Wölfe lange weg waren, hat man unglaublich Angst vor ihnen. Nun ist es noch etwas anderes, ob ich in Zürich in der Bahnhofstraße flaniere und sage, Wölfe sind wichtig, oder ob ich in einem Ort lebe, wo drumherum die Wölfe sind und meine Kinder, sag ich mal, draußen alleine spielen. Ja, das erlebe ich fast jede Woche. Über Mails, über Telefonate, nicht alle freundlich. Das ist nicht immer einfach dort mit den Leuten, die betroffen sind, die auch in diesen Landschaften, in den Bergen, in meinem Heimatkanton im Wallis leben. Das ist schon so. Es ist etwas anderes, wenn man im Winterthur lebt und Filme schaut und von Wölfen träumt, und das ist mein Totem, als wenn man dann dort, wo die Rudel jetzt sich bilden, draußen ist und am Morgen die Schafe, die tot sind, zusammenliest. Ich weiß, es gibt die Diskussion um den Herdenschutz, da arbeiten wir daran. Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, und das ist, bin ich jetzt gerade dankbar hier in Winterthur vor diesem Publikum, zu sagen, wir haben heute fast die größeren Probleme, wenn es um den Wolf geht, den Leuten zu erklären, wie sie mit Herdenschutzhunden umgehen sollen. Ich habe heute mehr Reklamationen, mehr schwierige Telefonate, weil Leute aus der Stadt nicht gewohnt sind, mit großen Hunden die beiden Schafe gehen die auf den Alpen im Sommer. Und das macht mir schon Sorgen. In Zukunft wird das zur Diskussion. Die Stadt muss auch umdenken, muss lernen, dass manchmal Wanderwege gesperrt sind, weil Schafe dort sind und Hunde dabei. Und die bellen, wenn man kommt mit dem Mountainbike. Aber ich muss sagen, die Schweiz will einen eigenen Weg gehen mit den Herdenschutzhunden. Überall, wo Herdenschutzhunde im Ausland eingesetzt werden, sind Hirten präsent bei den Schafen und bei den Hunden. Die rufen die zurück. Und die Schweiz hat wunderbar darüber, hat sich darüber gefreut, dass man die Schafe einfach ohne Hirten auf die Alpen schicken kann. Und die meinen jetzt, sie können da die Hunde einfach dazusetzen und dann funktioniert das. Und das geht nicht. Und die Angst vor den Hunden ist dieselbe Angst, die auch vor den Wölfen besteht.
Hund und Wolf sind sich ähnlich, es ist dieselbe Art. Der Hund ist aus einem Wolf hervorgegangen. Und diese Angst, diese Urangst, die mit dem Umgang mit großen, relativ potenten Hundeartigen, das ist etwas, was dann die Stadt wieder mit dem Land verbindet. Wir sehen, das ist ein spannendes Thema, was durchaus auch zu Diskussionen führt. Das haben wir eindeutig sehr schön hier gerade miterlebt. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Gibt es da ähnliche Diskussionen? In Deutschland wird auch jetzt gerade wieder über den Wolf sehr viel diskutiert. Wir diskutieren im Naturschutz und auch mit der Bevölkerung im Fernsehen über den Wolf und wir diskutieren über die Bienen. Das sind zwei Themen, die gerade sehr populär sind. Wir haben mittlerweile über die Uni eine Schafherde in Weinbergen am Kaiserstuhl. Das ist ein Naturschutzgebiet und da haben wir auch Probleme. Da sind die Wölfe wieder da und wir mussten jetzt einfach Wolfzäune kaufen und damit haben wir das Problem erstmal umgangen. Ich frage mich nur immer, warum wir Menschen nicht verstehen, dass die Natur nicht nur positive Seiten für den einzelnen Menschen hat. Es gehört nun mal auch dazu, dass ein Wolf, der muss jetzt keinen Menschen eingreifen, aber dass vielleicht, dass er irgendwie was macht, was dem Menschen nicht gefällt. Und ich denke, das müssen wir einfach wieder mehr annehmen. Das ist wie mit den Wespen, die wir jetzt auch wieder bekommen werden, wenn wir die Insekten schützen. Wir schützen damit nicht nur das, was uns gut tut. Und das ist normal, das ist Natur. Das heißt, es gehört auch mit dazu, dass wir akzeptieren, dass die Arten, die uns jetzt nicht gerade gefallen, auch ihren Platz haben. Die werden zunehmen. Wir werden dann wieder mehr Mücken haben, wir werden vielleicht wieder mehr Zecken haben. Also alles das, was sie nicht gerne haben wollen, das kommt dann auch. Und das wird sich wieder regulieren. Wir brauchen Feinde. Das größte Problem ist, dass wir keinen haben und das wäre Natur. Sehr gut, ich nehme die Reaktion des Publikums direkt als Anlass, mal ins Publikum zu fragen. Es wurde ja schon dieses oder jenes Thema angesprochen und auch durchaus kontrovers diskutiert. Vielleicht haben Sie Fragen. Wir haben Personen hier mit Mikrofonen, falls die Mikrofone jetzt nicht alle hier auf der Bühne gelandet sind. Ich weiß nicht, gibt es noch Mikrofone? Okay. Die Person mit Mikrofon wäre bereit für eine erste Frage an unsere drei Spezialisten. Hören Sie mich? Meine Frage ist, die Tiere brauchen Pflanzen. Was sagen Sie zu den vielen Gärten, auch in Winterthur, die nur aus Stein bestehen? Soll ich was dazu sagen? Sie sprechen, das ist in der Schweiz, glaube ich, auch bei uns in Deutschland auch ein ganz großes Thema. Ich sage jetzt nicht Steingärten, weil Steingärten ist was sehr Diverses. Ich sage Steinwüsten. Und das ist einfach, da können Sie auch betonieren. Da hat man dann einfach nichts weiter draus. In Deutschland sollen die jetzt verboten werden und vielleicht geht die Schweiz dann da auch mit. Also Sie müssen einfach sagen, dass jeden Platz, den wir haben, müssen wir den Insekten was anbieten, müssen wir natürliche, einheimische Blüten hinpflanzen und wir sollten diesen Platz nicht einfach verschwenden. Ja, vielleicht dazu, also aus meiner Sicht ist, oder wenn wir vom Klima reden, dann haben wir die Währung Temperatur oder Anstieg der Temperatur. Wenn wir von Biodiversität reden und eine Währung suchen, die uns die Biodiversität erhält oder wo wir ansetzen können, dann ist es Fläche, Quadratmeter. Jeder Quadratmeter zählt. Und wenn wir unsere Gärten ums Haus, um die Schulhäuser verschottern, dann verlieren wir wirklich Lebensraum für die Biodiversität. Jeder im Kleinen, bei seinem Haus, im Schulhaus, kann was tun. Und sicher nicht Schotter hinstellen, das ist die Biodiversität ist klein und arm. Was sagt also ich glaube, es hat auch sehr tiefe Wurzeln darin, dass wir ein großes Reinlichkeitsbedürfnis haben, dass alles gepflegt sein muss. Man redet von Unkraut, Unkrautvertilger und so weiter. Man ist nicht bereit, Natur zuzulassen. Ein Garten muss vom Menschen gestaltet sein und das ist nicht der Ort, wo eigentlich der Natur gehört. Da muss der Rasen gemäht werden, die Büsche gestutzt, die Blüten, die Pflanzen, die Blumen müssen ständiger Wunder in schöner Blüte sein und das zu unserer Freude. Und das hat einfach nichts zu tun mit Natur. Und Naturgärten, das ist etwas, was im Moment zum Teil einen harten Standard. Es gibt, wie verschiedene politische Ansichten, gibt es auch Leute, die verschiedene Auffassungen von ihren Gärten haben. Bei den einen ist sehr viel Natur dabei. Bei mir zu Hause wuchert es und wachsen die Büsche und die Nachbarn, die schauen immer so schräg rüber, weshalb mäht dieser seinen Rasen nicht. Aber das ist besser für die Umwelt. Ja, klar.
Gut, das Zweite, was ich gelernt habe, brauche ich also meinen Garten nicht mehr so zu stutzen wie bisher. Wunderbar. Ich sehe es schlecht. Gibt es weitere Fragen? Wer hat eine nächste Frage? Hallo. Ich möchte gern wissen, was jeder von Ihnen davon hält, die Idee der Veganer vielleicht ein bisschen, die tierlose Landwirtschaft, ob da ein Potenzial darin ist oder wenigstens weniger Tiere, mehr Wälder oder das, würde mich interessieren. Wer mag zuerst? Gut, ich kann vielleicht einen Anfang machen. Wir haben zu Beginn dieses Jahres im März im April eine Sendung ausgestrahlt, die heißt Pflanzen wie Menschen? Fragezeichen. Und da wird plötzlich deutlich, dass mit dem Fortschreiten der Forschung bei den Pflanzen Sinne und Kommunikationsformen und Lebensformen entdeckt werden, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Also wir müssen Pflanzen eine ähnliche Leidensfähigkeit, eine ähnliche Empfindungsfähigkeit zugestehen, wie wir sie für uns in Anspruch nehmen und wie wir sie für andere Arten, die mit uns zusammenleben, kennen. Also diese strikte Trennung von Tieren und Pflanzen ist biologisch, je mehr man weiß, eigentlich Unsinn. Und jetzt geht es darum, dass auch in der Natur der sogenannte trophische Kreislauf, der trophische Zyklus, eine Art frisst die andere. Das Ganze beginnt bei den Pflanzen und geht dann weiter, eine Art frisst die andere. Dieser Stoffkreislauf ist ein Naturprinzip. Und dass wir uns jetzt da aus ideologischen oder Überzeugungsgründen dagegen wehren und das verweigern, das ist jedem seine persönliche Auffassung. Aber was die Biologie zeigt, was die Natur zeigt, ist etwas anderes. Nun ist nur die Frage in Bezug auf die Quantität der Tiere, die einen Impact auf die Umwelt haben, ob es tatsächlich so viel dafür braucht. Aber die philosophische Grundlage des Pflanzenessens ja und des Tiereessens nein, die ist biologisch nicht konsistent. Du sprichst vom Kreislauf. Ich muss ein wenig schon auf die Uhr gucken. Wir sind schon in der Einflugschneise. Leider. Wir könnten lange über diese Themen weitersprechen. Eine Frage habe ich. Allerdings noch, auf die warte ich schon den ganzen Abend, weil sie mich brennend interessiert. Viele dieser Probleme, die wir im Moment haben, sind ja vom Menschen gemacht. Was wäre denn, wenn wir die Art, sagen wir mal, den Mensch rausnehmen würden aus dem Ganzen? Wäre das für die Natur eigentlich die beste Lösung? Das ist mal keine Option. Aber wenn es eine wäre, wäre sie genauso dumm, wenn wir den Wolf oder den Biber rausnehmen würden. Ich meine, der Mensch ist auch Natur. Er ist genauso evolutiv gewachsen wie alle anderen Arten auch. Leider ist er noch nicht am Ende von seiner Entwicklung. Also wir haben noch etwas vor uns und wir müssen auch noch besser mit unseren Kumpanen, eben mit den anderen Arten auf dieser Erde umgehen lernen. Wir müssen etwas zurücknehmen. Zum Beispiel Fleischkonsum war gerade so etwas. Der Fleischkonsum ist ein großer Treiber der Biodiversitätsverluste, die wir weltweit feststellen. Also da haben wir schon noch einiges vor. Aber ihn rausnehmen, nein, er lieber ist nicht. Aber reduzieren. Letztes Wort. An Madame. Das geht auch nicht, das wäre auch ethisch nicht richtig, aber wir sind einfach zu viele Menschen und wir werden ja noch mehr Menschen und wir kriegen das nicht hin, wenn wir nicht alle weniger konsumieren werden, wenn wir nicht alle was machen, was uns wehtun wird. Da bin ich ganz von überzeugt. Und ich wollte nur was zu dem Fleischkonsum und dem Vegan sagen. Damit können Sie was zeigen, indem Sie dann sich vegan ernähren, weil wir müssen weniger Fleisch essen. Aber auf Fleisch zu verzichten wäre auch ein großes Problem, weil unsere Kulturlandschaften könnten wir am besten pflegen, indem wir Tiere da wieder reinlassen. Unsere Wälder, auf jeden Fall in Deutschland, ich glaube, hier ist es nicht anders, die sind viel zu dicht, wir brauchen wieder mehr Licht da rein, das könnten wir mit Tieren wieder hinkriegen, die im Wald dann auch sind. Also man kann auch wieder ganz viel Landschaftspflege betreiben, indem man das mit Tieren macht, mit Schafen, aber auch Kühen. Und die muss man ja dann auch irgendwann vielleicht auch wieder essen. Alles andere wäre auch nicht sinnvoll. Sehr gut. Es gibt viel zu tun und das Positive ist, man kann so einiges tun. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal. Leider haben wir nicht so viel Zeit, wie wir gerne hätten, nämlich 5 Stunden. Ich finde es toll, dass ihr den Weg hierher gemacht habt, dass ihr hier auf der Bühne wart. Ganz herzlichen Dank euch dreien und das ist euer Applaus. Geben wir zurück. Ciao.
Ja, ganz herzlichen Dank an euch auch, liebes Publikum. Vielen Dank, dass ihr hier seid, dass ihr euch Gedanken macht und dass ihr handelt. Und ich habe es gerade schon zweimal gesagt, ich werde jetzt auch handeln. Direkt morgen ist wieder Einkauf angesagt. Das wird dann ein wenig anders aussehen als bisher. Eine gute Neuigkeit ist zumindest für mich, dass die Kategorie der Art der Moderatoren im Moment zumindest noch nicht akut vom Aussterben bedroht ist. Aber ich werde ein gutes Vorbild sein und ich werde mich selber mal ein wenig aus dem System rausnehmen, zumindest hier heute Abend. Wir sind da, um den Film zu schauen, The Serengeti Rules. Ganz herzlichen Dank an alle und viel bleibt nicht mehr zu sagen, außer Bühne frei und Film ab!